keine, ich wiederhole, keine Anglizismen. Willkommen zur schwierigsten Game Plus, Kino Plus Folge aller Zeiten. Also wir haben mit Recaps quasi von Staffel 5 begonnen, von Game of Thrones. Und haben gestern die Was erste sind Folge... Recaps? Naja, wir besprechen quasi nur die fünfte Staffel. Ach, scheiße. Gut, können wir gleich anhand dieses Beispiels erklären. Liebe Freunde, heute ist sie da. Die berühmte Anti-Anglizismen-Folge. Ich habe nicht keine englischen Wörter, die ganze Folge über. Wir haben Geld mitgebracht. Aber ganz kurz dazu, sowas wie cool ist aber im Duden. Nein, cool, komm. Cool, ey, ist raus. Ein englisches Wort, auch wenn es in Deutschland benutzt wird. Nein. Kühl bist oder lässig? Kühl. Lässig unterwegs. Oder stark. Früher sagte man stark. Oder dufte. Dufte. Gott, ey. Wie ist es mit Filmtitel? Wir haben zumindest... Die muss man auf Englisch sagen können, das sind ja Namen. Ja, wir haben drei Filmtitel, die sind, oder vier, die sind auf jeden Fall Englisch. Kannst du jetzt auch nicht ein Regisseur, der Andrew heißt, sagen, das ist von Andreas. Wir haben gestern Abend alle Mann zusammen Avengers 2. Die Rächer. Rächer 2, Zeitalter des Ultron. Ist doch, ey, Leute, ihr müsst es nicht übersetzen, das ist Quatsch, es sind die Namen. Name ist ein Name. Ich sag jetzt auch nicht statt Batman Fledermaus, Mann. Geil. Ich habe die Hausaufgabe nicht geschafft. Ich habe angefangen. Kannst du jetzt direkt schon mal einzahlen? Nee, das ist ja kein Anglizismus. Da das Ganze ja ein Gemeinschaftsprojekt ist, ja, unserer Zuschauerschaft, das da heißt REDDIC. Das ist ein Name, du darfst schon okay, sagen. Namens Reddit, dann darf die Gemeinschaft auch Fragen stellen. Ja. Heißt ja nicht, auch im Deutschen. Die Trauzeugen AG heißt ja. Wusste ich nicht, ja. Okay. Das ist kein Anglizismus, Name. Ja, ja, ich. Ja, du schmunzelst schon wieder so. Aber war okay. Ja, dachte ich mir. Was? Okay. Ihr spinnt doch, ist doch kein Anglizismus. Als bitte. Das ist ein deutsches Wort, es steht im Duden. Gut, wenn du jetzt erklären kannst, wo das okay herkommt, dann lassen wir das durchgehen. Ordentlich? Nein. Krass. Das ist die Abkürzung für ordentlich krass. Ordentlich krass. Hier ist more correct. Sehr gut. Immer der erste Schritt. Also lächerlich. Jetzt kann man überhaupt nicht mehr nochmal reden. Der Film war in Ordnung. Kevin Hart, Liebhaber, kommen auf ihre Kosten. Und Leute, die mit Kevin Hart nicht viel anfangen können, glaube ich, wird der Film auch nicht dazu bewegen, Liebhaber zu werden. Okay. Auf jeden Fall ist der Film hat die also R-rated darf ich sagen, ich weiß nicht, ob wie viel er in Deutsch ist. In Amerika ist er als R-rated klassifiziert, was heißt, dass dort Fäkalsprache zum Einsatz kommt. Und das Problem ist einfach, dass es die Geschichte einfach nicht so nicht so sehr lustig ist. Ah, okay. Ich sag jetzt nichts mehr, ich hab keinen Bock mehr. Weitere Filme habe ich nicht gesehen. Okay. Ich komme mir vor wie Arnold Schwarz, ich kann nicht mehr sprechen. Der ist damals ja total untergegangen. Untergegangen am Kino, an den Kinocharts und oh verdammt. Ich bin nur drauf gewartet. Ich fand den streckenweise ganz schön spannend. Oh, ist echt ganz schön schwierig. Stimmt schon. Und das war wieder typisch Bryan Singer, der einfach Gefühl dafür hat. Szene ist ja Deutsch. Szenen interessant aufzulösen. Hast du den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Kannst du mal zitieren? Ich fand das Ende auch so okay, in Ordnung. Und alle völlig überrascht hat mich auch, den ich damals in einer Vorschau, Überraschungsvorschau im Kino gesehen habe. Und gemessen daran war es dann auch ein okayer Film. Film, der wirklich nur so halbwegs in Ordnung ist. Das war jetzt aber auch doppelt scheiße. Aber irgendwie doch anders, irgendwie sympathischer als Das ist ein Filmtitel, ja? Also bitte. Ja, der heißt wirklich, selbst in Deutschland heißt der so. Spaß. Worum geht's da? Die Grund. Ey, ich
hab den auch noch auf meiner Anschauliste. Ja. Die Wendung, die diese dieser Charakter irgendwie vollzogen hat, die fand ich dann doch ganz cool. Ja, das stimmt. Du weißt, dass der aber du weißt, dass der Hauptdarsteller, der Schüler quasi, von dem man hätte denken können, dass er, nachdem er vorher ein Kindersternchen am Firmament Hollywoods gewesen ist. Insofern, das sind natürlich wieder First World Problems, die wir haben. Ja, trotzdem ist es richtig, darüber nachzudenken und das zu können. Ach, scheiße. Stimmt. Oh, verdammt. Wir müssen die Trillerfarbe jetzt mal richtig annehmen. Und an jeder Ecke kommt irgendein Monster. Monster? Monster. Oder nee? Monster, das Monster. Bestie. Deutsches Wort. Ja, okay. Die Bestie, wenn man ein erstes Date hat, kann man immer mal die Dame einladen und sagen, guck mal, wir gucken einen schönen Gruselfilm. Da ist die Beziehung garantiert. Da hängt sie nämlich irgendwann so an dir dran. Und guckt gar nicht mehr. Das ist ein bisschen nur eingebaut. Date. Ah, verdammt, ja, okay. Der spielt mit und der spielt auch leider, kann nicht gegen sein Image, was er in diesen beiden... Mann, ich bett hier auf. Yeah. Ich will jetzt auch nicht großartig mehr verraten. Spielt mit einem, oder handelt von einem amerikanischen Komiker und ist sogar von einem amerikanischen Komiker. Er spielt einen sehr erfolgreichen, aufrecht stehenden Komiker. Improvisationskomiker. Ne? Improvisationskomiker. Und es entwickelt sich aber daraus eine Romanze, wenn man so will. Und hat ein paar gute Witze, aber eigentlich nicht mehr das macht, wofür er bekannt geworden ist, nämlich gute komödiantische Bühnenauftritte. Kennt diese Story, ne? Er hat jetzt Geld und Fame und er ist mit... Ja, da ist es. Eine, die über sich und ihn eine Reality-Doku... ja, aber das ist doch ein Genre, Reality-Doku. Naja. Ja, was soll ich denn sagen? Ist doch Realitäts-Doku. Ist ein Genre. Ja, aber so heißt es ja einfach nicht. Reality-Doku ist doch ein Genre. Ja, aber komm, also... Ja, gut, nee, das kostet schon. Gut. Eine Realitäts-Doku... bekannt ist durch seine überragenden Stand-Up-Comedies. Wir müssen mal Geld wechseln. Ich leide was. Okay, kriegst einen Euro. Super lustige Comedy. Ach, fickt euch. Okay, aber du würdest es empfehlen. Ich finde ihn gut. Ich bin auch ein großer Freund von Chris Rock. Und ich fand den gut, ich fand den sympathisch. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Okay. Okay. Jetzt bin ich nämlich verunsichert, ob ich Scheiße laber. Was okay? Okay gesagt. Ja. Es ist lächerlich okay. Also okay finde ich jetzt auch nicht. Es ist wirklich lächerlich. Vor allem, jetzt werfen wir das Geld rein und nehmen es wieder raus und werfen es wieder rein. Nein, ich werf's doch. Komplett ich tausche Lächerlichkeit nur. Preisgegeben. Es ist halt kein Kevin Hart für dich. Top-Gags-Feuerwerk. Ich habe nur zitiert. Und dachte, was ist denn da noch? Diese ganzen Faggot-Gags und so? Das war damals in den 80ern. Ja, war schon krass, ey. Faggots hier, Faggots da und so. Das fand ich schon erotisch. Aber jetzt, weil man weiß, dass sie halt auch echt so ein bisschen nerdig ist, wenn man sich mal mit ihrem... Ich glaube, was sind's? Russen zu einem Deal. Und... scheiße. Zu einem Geschäft, einem illegalen Geschäft. Ja, einem illegalen Geschäft. Bei diesem illegalen Geschäft werden diese beiden Russen erschossen von dem Sohn des Gangster... Jetzt bin ich schon raus. Ja, und Mann, ey, das ist alles furchtbar. So. Also, der Verbrecher-Chef... ja? Der Verbrecherchef. Der Verbrecher-Syndikatschef. Und es geht um Gangster. Genau. Und der der war zwar auch okay. Ach, ich bin so dumm. Ja komm, lassen wir jetzt durchgehen, sonst wird's echt teuer. Aber trotzdem, ich war gut unterhalten. Und es tauchen auch jede Menge Stars, jede Menge bekannte Gesichter und Schauspieler auf. Ich habe neulich erst rausgefunden, dadurch, dass ich irgendwelche hinter der Kamera Material von bekannten Filmen, wie zum Beispiel, Zitat, The Rock, gesehen hatte, wo so jemand wie, über wen reden wir gerade? Ed Harris. Wo Ed Harris total ausrastet beim Dreh,
vor der Kamera, weil er so in seinem Charakter gesteckt hat. Ja. Das war mir nicht bewusst, dass der so ein sehr aufbrausender Mensch sein kann, wenn er gerade im Charakter vor der Kamera ist. Das sieht total unprofessionell aus. Whatever. Nee, das ist... Das sagt der... Verdammt, Insucht. So, ja, ist doch gut jetzt. Wo die Oma mit dem Lift durch das Fenster fliegt. Das fand ich immer so brutal damals. Lift. Das heißt Aufzug. Ja, hier, komm. Leih mir was, ich hab dir ausgegeben. Der Herr Kahn? Mhm. Ja, cool. Der diesen Punisher-Kurzfilm, den wir neulich uns angeguckt haben. Ja, ach so, okay. Schon immer Godzilla-Fan. Ich fand Godzilla immer geil. Aber bei Power Rangers irgendwie wurde ich auch von dieser Man-in-Suit-Technik... Oh, komm. Nee. Also Mann im Anzug kann man durchaus mal sagen. Fuck, Mann! Also ich hab echt, kein Geld mehr. So, hier, es sah ist, halt auch alles so ist vorbei. Ich unfassbar bin am Ende. Billig aus. Ja. Und ja, schlecht und scheiße. Und auch diese Kamera... Einstellungsvergrößerungen auf die Gesichter und Helme der Einzelnen. Ja, und diese übertriebenen Bewegungen, die sie immer genau, gemacht Posen. Haben, zwischen Ballett und Kampfsport. Geht's jetzt wie weiter? Mit den News? Okay. Gut. Mit den neuesten Nachrichten. Neuesten Nachrichten jetzt. Ich bin jetzt pleite. Disneyland Vergnügungs... Parks. Eine jetzt komme ich aus der Attraktion. Jetzt ist schwierig. Eine Vergnügungsattraktion im Disneyland Park. Genau. So, das waren die News. Und ich glaube, wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Weil. Guck mal direkt auf die Uhr. Brauchen sie. Wir kriegen das hier nicht richtig. Ja. Er braucht sie. Er braucht, er braucht ein bisschen frische Luft. Bis gleich. See ya.